Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis, der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Das Herz der SGD schlägt im Rudolf-Habich-Stadion. Spuren hat Dynamo in den vergangenen 70 Jahren allerdings weit darüber hinaus im gesamten Stadtgebiet hinterlassen. Im Rahmen der Projektwochen rund um den 70. Vereinsgeburtstag hatten Dynamo-Fans nun an mehreren Terminen die Möglichkeit, gemeinsam auf Stadtrundfahrt zu gehen und jene Orte zu entdecken, die unseren Verein untrennbar mit unserer Stadt verbinden. Am 12. April 1953, brauche ich euch nicht sagen, wurde Dynamo Dresden hier gegründet. Dynamo ist Dresden, Dresden ist Dynamo. Dass der zweite Satz des Leitbildes mehr als nur eine Floskel ist, wurde bei der Tour durch die sächsische Landeshauptstadt deutlich. Bei den Stadtrundfahrten steuerten die Moderatoren Jürgen Kühnel und Jens Genschmar zusammen mit den Dresdner Verkehrsbetrieben jene Orte in Dresden an, welche den Mythos Dynamo geprägt und unsere Geschichte mitgestaltet haben. Hier, das ist Wohnhaus auf der linken Seite von Walter Fritsch, unter 12 hat er gewohnt. Die Bedingung war, dass er Sicht ins Stadion hatte. Man sieht immer wieder, dass man bei insgesamt älteren Fans auch Erinnerungen weckt. Für jüngere Fans sind es Neuigkeiten, die dort im Prinzip hier mit drüber gebracht werden. Marienallee hat auch mit Dynamo Dresden was zu tun. Bis 1962 war hier die Ausbildungsstätte für die jungen Talente von Dynamo Dresden. Neben spannenden Fakten streute der Dynamo-Kenner auch immer wieder amüsante Anekdoten und emotionale Geschichten in die knapp zweistündige Stadtrundfahrt ein und sorgte damit für eine kurzweilige Tour. Sie haben sich heute ein Ticket gekauft für die Dynamo-Stadtrundfahrt. Was hat Sie denn dazu bewogen? Weil ich schon seit 56 Jahren zu Dynamo gehe und das eigentlich dazugehört, immer was anderes zu machen, als immer bloß ins Stadion zu gehen. Weil mich das einfach interessiert, nochmal das alles zu sehen, was so Dynamo in 70 Jahren erlebt hat. Ich wurde quasi eingeladen von meinem Freund. Ist natürlich eine tolle Idee, da nochmal mitzumachen. Stadt kennt man ja eigentlich, aber so mit einem Dynamo-Bus dann, ja. Ist schon mal was Besonderes. Also die Marienallee zum Beispiel war jetzt für mich neu, so die alten Geschichten, da bin ich jetzt nicht ganz so bewandert, das gefällt mir aber ganz gut und das war auch mit der Grund, dass man sowas mal miterleben kann. Dass Dresden und Dynamo untrennbar miteinander verbunden sind, zeigten auch die vielen persönlichen Geschichten, die an jeder mit bestimmten Orten der Stadt assoziiert. In den ganzen Europacup-Spielen, wie wir noch den Eintrittskarten angestanden hatten, als wir an der Galopprennbahn vorbei sind, solche Dinge. Ja, das ist hier unser Parkplatztreff immer vorm Spiel. Der ist auf der Bürgerwiese, in der Ecke vom Stadion. Ja, eigentlich immer die Akademie. Also ich war schon ein paar Mal jetzt dort, auch zu Trainingsspielen, aber das ist wirklich ein besonderer Platz und ja, immer wieder schön da. Emotionen. Vor allem mit dem Gerd Zimmermann, also das war ja, hat man über den Leuten hier gesehen, die alle Gänse, Pipi in den Augen hatten. Das war richtig geil. Die eigene Stadt einmal durch die Dynamo-Brille sehen, Geschichte weitergeben und Neues erfahren. Ein Konzept, das ankommt, denn jede der insgesamt 9 Stadtrundfahrten war restlos ausgebucht. Ein voller Erfolg, der, wenn möglich, auch über die Projektwoche hinaus fortgeführt werden soll, um den zweiten Leitsatz jederzeit erlebbar zu machen. Ich kenne also welche, die kommen jedes regelmäßig aus München, übernachten im Hotel hier und sonst was alles. Und dort sollte auch die Stadt sich bewusst sein, was hier im Prinzip, was wir für Potenzial mit Dynamo haben. Ja, man sieht das ja eigentlich quasi auch in der ganzen Stadt, schon wenn man reinfährt. Dynamo überall, ne? Man sieht es auch an den Stadtfarben. Dresden ist Dynamo und Dynamo ist Dresden. Das ist halt, kann man im Besonderen nicht erklären. Man muss es sehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Thank you.